Zeichen. In einem neuen Stream geht's in XCOM weiter. Ich habe den Spielstand noch nicht geladen, das mache ich gleich. Ich wollte ein paar Sachen und ein paar Gedanken erstmal vorweg sagen. Ich habe nämlich natürlich, weil ich mich sehr, sehr über den Tod von meinen Squaddies geärgert habe, ein bisschen nachgedacht, was wir tun müssen. Also das Ziel ist tatsächlich, also wir haben mehrere Probleme. Wir treffen in XCOM 2 nichts, weil wir tatsächlich hundsmiserable Trefferchancen haben. Plus wir halten absolut nichts aus, weil wir ein One, maximal ein Two-Shot sind. Plus, ja, wir kriegen die Gegner nicht schnell genug kaputt. Das heißt, wir haben Probleme an ganz, ganz vielen Fronten und wir müssen versuchen, diese Probleme nacheinander zu lösen. Mein erstes Ziel wird und muss sein, dass tatsächlich erstmal die Soldaten überleben. Es kann nicht gut und lange funktionieren, dass wir komplett immer mit neuen Rekruten in die Mission dödeln und nie die Perks freischalten. Das heißt, wir müssen irgendwie hinkriegen, dass wir überleben. Natürlich würden wir überleben, wenn wir mehr Schaden machen, aber das ist natürlich dann immer noch nicht gesagt, dass wir treffen. Also, wir müssen an verschiedenen Bereichen mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und da gucken wir uns gleich mal die Items an, was wir Richtung Überleben tun können. Ich drücke mal den Spielstand laden. Ja, laden wir mal. Das ist ja der letzte. Und dann gucken wir einfach mal, wer überhaupt zur Verfügung steht. Weil ich glaube, wir müssen tatsächlich schon wieder neue Rekruten holen, weil die letzten sind ja irgendwie alle schon wieder über die Wupper. Dann waren ja keine Qualitätsrekruten. Der eine wollte irgendwie permanent eine Zunge im Gesicht haben und war lieber anderweitig beschäftigt. Mockster. Und ist dann mit der flirten gegangen und kam nicht wieder. Dann war er einfach, Abol, away without leave, Abol, wupp, war der Moxer weg. Furchtbar. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier überhaupt so abgeht. Wir gucken erstmal, wie viele Soldaten wir haben. Was sieht denn hier so ganz gut aus? Achso, wir gucken mal die Ehrenwand. Wo sehe ich denn die Ehrenwand? Gefallene Soldaten. Gefallen ist der Crazy Boy. Der Rekrut, den hat man noch nicht benannt. Der Mockstar ist leider auch gefallen. Und der Spielefreak. Und ein paar Rekruten, die noch keine Namen hatten. Also aus der Community tatsächlich Crazy Boy, Mockstar und Spielefreak. Herzchen auch nochmal für diese drei. Es ist so schlimm, dieses Spiel. Und aktive Soldaten haben wir. Drei. Den Grey Fox, den Erdwusel und den Ferex. Und Van Driller wird noch ausgebildet als, ich weiß gar nicht, als Spezialist. Tatsächlich. Dann haben wir zwei Rekruten, einen Spezialist und noch einen Spezialist. Das, wenn jetzt ein Einsatz kommt, haben wir eine verdammt gute Gruppe. Ach nee, die da oben, die Erschütterten sind auch noch verfügbar. Die beiden, der Flu und der BKBK Dayo, ein Scharfschütze und ein Spezialist, sind verfügbar. Das ist ja schon mal nicht ganz falsch. Mocking Dead. Der mag den Sound, wie ich feststelle. Mocking Dead macht Herzchen für den guten ihr wisst schon wen. Danke dir für den Support, Mann. Der ja auch in den letzten Tagen doch viel auch reingehauen hat. Ress mich, ich hab's verdient. Wenn das gehen würde, ich würde es sofort machen, Mann. Da tut mir jedes Mal im Herzen weh, wenn ich irgendwelche Squaddies verliere, Moxer. Glaub mir. Der Reload-Knopf wird gerne gedrückt werden, aber ihr habt ja gesagt, ich darf nicht. Von daher in Ehren gestorben. Dankeschön! Oh, Mann. Ja. Im Moment sind ja alle benannt. Das heißt, das verraffeln wir nachher. Gucken wir erstmal weiter. Was wird denn im Moment noch aktuell geforscht? Forschung. Die Forschung schreitet wie geplant voran, Commander. Genau, wir erforschen die Widerstandskommunikation. Das dauert noch 3 Tage, das ist wunderbar. Der Widerstand ist organisierter, als ich anhand der Gerüchte vermutet hätte. Aber es klingt immer noch, als würden sie sich bezüglich strategischer und taktischer Angriffe auf uns verlassen. Hoffentlich kann ihr Netzwerk aus Kontakten uns wenigstens wertvolle Einsichten in Advent-Bewegungen und Stellungen bringen. Sam Fischer, dir noch einen schönen Abend. Der Sprecher ging durch die Infiltration Advents ein großes Risiko ein, also glaube ich, dass er der Sache treu ist. In der Bewegung gibt es noch einige Skeptiker, aber wir haben größere Sorgen als einen Mann auf einem Bildschirm. Genau, Sam Fischer, wie gesagt, dir viel Spaß, einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Und ja, der Testbereich baut. Das ist gut, dass er baut. Viel mehr können wir nicht machen, weil hier der komische Ingenieur beschäftigt ist. Können wir, glaube ich, auch nicht weiter ausheben.
Commander, ich benötige mehr Personal fürs Ingenieurteam. Genau. Ja, ja, verstehe. Bevor wir mit dem Freiräumen der anderen Räume beginnen können. Hab ich schon verstanden. Ist okay. Ist okay. Verstehe ich. Der ist beschäftigt, der baut den Testbereich, da können wir halt tatsächlich im Moment nichts bauen. Wir können mal gucken, ob wir in der Guerilla-Schule... Ne, da muss ich erstmal raus. Ob wir da noch was Neues an Perks kaufen können. Wir haben nämlich jetzt ja oben 200 Credits. Der Rekrut wird ausgebildet. Neue Kampftaktik. Gucken wir mal da. Eieiei. Lesen wir nochmal, was wir da gleich machen können. Erstmal nochmal ganz kurz auf den Chat gucken. Ja, Blade and Soul ist eher so ein MMO-Moped, ne? Wobei, keine Ahnung, das sah irgendwie alles sehr komisch aus in dem Spiel, was ich gesehen habe. Also von daher eher nichts für mich, aber trotzdem viel Spaß, Sam. So. Feinde lassen mehr Beute fallen. Brauchen wir erstmal nicht den Blitzangriff, brauchen wir nicht Blutvergießen. Jeder Kill bringt 25% mehr Erfahrung, kostet 125 Vorräte. Bevor wir eventuell losziehen, nehmen wir das mit. Vergeltung. Jeder Offizier, der stirbt. Nee, will ich nicht. Und ein Leutnant. Ein Leutnant habe ich noch nicht. Der kann auch keine Glocken läuten. Das heißt, wir können eh noch nicht Leutnanten. Das heißt, wir können nur für 125 Vorräte uns diesen Perk holen. Der schon mal nicht schlecht ist. Mehr XP ist schneller leveln. Das ist schon mal gut. Die Frage ist, ob wir halt die Credits für was anderes brauchen. Wir können nämlich jetzt mal gucken, was das... So, was ist das denn hier unten? Wir haben wenig Ingenieure, wir haben Energie. Genau, wir müssen auch so ein Energiemoped gleich bauen. Wir haben nämlich 12 von 12 Energie. Wir brauchen dringend auch Generatoren. Oh Gott, die wahrscheinlich auch wieder 100 Milliarden kosten. Gucken wir erstmal, was wir bauen können in der Technikabteilung. Hey, Commander. Achso, ich dachte, jetzt kommt wieder ein riesig langer Satz, aber nein. Grey Fox, sei gegrüßt. Beat 'em up, Air. Ja, aber ist doch so MMO-mäßig, oder nicht, Sam? Ich verstehe es nicht. Ist das nicht das, was Enter auch gespielt hat? War das nicht Blade and Soul? Das ist doch von NCSoft, oder? Das ist doch so ein MMO-Moped mit Instanzen und... So, und überhaupt. Glaube ich. Oder ich verwechsel die Spiele, ich weiß es nicht. Das ist, PC, das gibt's leider nicht für die PS4, how old? Ich würde es gerne auf der PS4 spielen, gibt's aber nicht. Es gibt's halt wirklich nur für den PC. Leider, leider, leider. Not connected, sei gegrüßt, fucking awesome, sei gegrüßt. Und Toshta, sei auch gegrüßt. Ich stream immer in 30 FPS, Toshta. Ich habe noch nie in 60 gestreamt, das lohnt sich nicht. Bei unserem Holz-Internet in Deutschland lohnt sich 60 FPS nicht. Nee, nee, 30, immer schon. Lieber eine bessere Qualität mit 30 FPS als eine pixeligere als mit 60, weil das ist... Schnickschnack. Schnickschnack. Zumal streame ich meistens von der Konsole, die die meisten Spiele eh nur in 30 streamt, beziehungsweise spielt. Also wenig Spiele sind ja 60 FPS auf der Konsole. So, wir gucken mal. Einrichtung bauen will ich nicht. Ich will Gegenstände bauen. Gucken wir mal. Was können wir denn bauen? Wir können eine Blendgranate bauen. Wir haben eine. Nee, ich habe mir überlegt, wir brauchen eine Rauchgranate. Wir hatten ja letzten Mal das Problem, dass wir auf den Scharfschützen, die hinten standen, Granaten hatten, die wir überhaupt nicht Granaten konnten, weil die Gegner 500 Kilometer weiter geradeaus standen. So weit kann ich gar nicht werfen. Was ich mir überlegt habe, wir können ja rein theoretisch auf die Scharfschützen, die hinten stehen, Rauchgranaten packen, dass die Scharfschützen zumindest auf das restliche Squad-Team werfen können, die Rauchgranaten. Denn dann werden alle Einheiten innerhalb des Rauchs einen defensiven Vorteil erhalten. Deswegen würde ich gerne zwei Granaten bauen, gleich, um die den Scharfschützen, die hinten stehen, mitzugeben, oder den Squaddies, die hinten stehen, mitzugeben, tatsächlich, um da meinen Trupp ein bisschen schützen zu können. Weil, was soll ich denn sonst mitgeben? Die Leuchtgranaten sind sinnlos, weil sie nicht so weit werfen können. Dasselbe Problem bei normalen Granaten, dasselbe Problem haben sie auch beim Gedankenschild. Sie sind halt einfach so weit ab vom Schuss hinten, dass sie halt davon überhaupt nicht profitieren. Das Einzige, was ich lohnen würde, wäre ein Medikit, ist aber sinnlos, da es der Specialist hat. Dementsprechend ist das einzig Interessante eventuell das Rauchgerät. Oder das Imitationsgerät, aber das braucht zwei gesichtslosen Leichen, die wir nicht haben. Das könnte auch interessant sein. Das möchte ich auf jeden Fall testen. Das ist nämlich ein Gerät, das gab es vorher in XCOM Enemy Unknown nicht. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Das Imitationsgerät erzeugt eine holographische Attrappe, die feindliche Angriffe für eine Runde auf sich lenkt. Klingt für mich so, als ob das Ding wirklich
nehmen wir mal WoW-Slang, taunted. Das heißt, ich schmeiß das Moped hin und alle schießen drauf, egal was sie sonst noch sehen. Wenn das so wäre, wäre das ziemlich geil. Das würde quasi eine Runde das absolute Feuer auf sich ziehen, während alle anderen Soldaten safe sind. Damit könnte man sich halt noch eine Runde erkaufen, ohne zu sterben. Hast du zwei Granaten, wirfst du die zwei Runden hintereinander, hast zwei Runden erkauft. Das Ding kann ziemlich cool sein, wenn es so funktioniert. Das müssen wir testen. Es wird wie eine Granate eingesetzt und einfach zu der Stelle geworfen, an der die Attrappe erscheinen soll. Also das klingt gut. Also wie gesagt, wenn wir irgendwann mal die gesichtslosen Leichen haben, werde ich dann auf jeden Fall bauen. So, das heißt, wir haben zwei Granaten, die kosten 50. Der Perk kostet 125. Dann sind wir bei 175. Was kosten die Waffen und Rüstung? Rüstungen kann ich noch keine bauen. Das heißt, wir können nur bei Waffen gucken. Okay, müssen wir jetzt nochmal gucken. Die könnte ich bauen. Das ist schon mal eine gute Sache. Müssen wir mal schauen. Zieh nach Österreich, dann kannst du für dasselbe Geld 60 FPS und Top-Qualität streamen. Tevok, das Problem bin nicht ich. Ich könnte den Stream, den ich streame, viermal streamen und dabei noch Streams gucken. Ich hab so eine dicke Leitung. Bei mir ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Zuschauer es nicht gucken können. Wenn ich jetzt schon über 4 Mbit streamen würde, haben sich die Leute beschwert, dass es ruckelt. Deswegen kann ich nicht mit mehr als 4 Mbit streamen. Und das Problem bin nicht ich, das Problem sind die anderen. Du müsstest Deutschland sagen, dass es nach Österreich ziehen sollte. Ich wäre nicht das Problem. Also wie gesagt, das liegt halt nicht an meiner Internetleitung, sondern an der Zuschauer. Dass halt nicht überall Breitbandinternet verfügbar ist. Und dementsprechend, solange das halt nicht der Fall ist, streame ich halt keine 60 FPS. Dann gehe ich halt immer auf ein besseres Bild mit 30 FPS. So, wir haben 125 Vorräte und 10 Alien-Legierungen. Ne, wir haben 62 Legierungen. Also das heißt, wir könnten ein paar Mopeds bauen. Was ist denn der Unterschied? Wir haben ein Gewehr. Das klingt nach einem normalen 0815 Standardgewehr für die Specialists, genau. Die Pistolen wären im Endeffekt interessant für die Sniper, ansonsten für niemanden. Die Pulsklinge wäre interessant für den Runner and Gunner. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Und kostet 90. Das heißt, ich kann im Endeffekt nur zwei Waffen bauen, einen Perk mitnehmen. Ach, das ist alles ziemlich kacke. Ich habe so wenig Kohle, Mann. Und was ist die Splitterkanone? Die kostet zwei Ingenieure. Und das ist Hilfe. Was ist das? Mit Hilfe der Magnetwaffentechnologie können wir Alien-Legierungsfragmente zu einem Streugeschoss synthetisieren. Das ist unsere Ranger. Ach so, okay. Das wäre quasi ein Schrotgewehr. Okay. Also, wir könnten die Pulsklinge nehmen. Jetzt muss ich rechnen. Ich brauche einen Taschenrechner. Wir haben 90 Vorräte, 2 Granaten, 50, 140. Was kostet der Perk? Was kostet der Perk? Wir werden bei 140. Ne, halt die Klappe, ich rechne gerade. 140, 140. Ja, du sollst die Klappe halten. Ich muss mir 140 merken, sonst komme ich gleich aus dem Konzept. Wenn du mir nämlich einen Knopf an die Backe laberst, weiß ich nicht mehr, was ich 140. Sag mal, die Klappe! Mann! 125 und 140. 240, 265. Das kann ich mir alles nicht leisten. Eine Granate reicht nicht. Jeder Kill bringt 25% mehr Erfahrung. Ah, es ist alles so. Ich weiß nicht, was ich machen will. Verdammt! Ich weiß nicht, was ich machen will. Was ist besser? Mehr Bums auf einer Waffe? Langfristig gesehen den Perk? Eieiei. Ja, labert ihr einfach einen Knopf an die Backe, während ich hier in Gedankengängen bin. Ist schlimm. Es ist wie halt, weiß ich nicht, in der Schule. Du fängst an, irgendwie eine Aufgabe zu lösen und irgendwann kommt dein Nachbar an. Ey, willst du dein Pausenbrot teilen? Ich rechne gerade. Ja, aber ich hab Hunger. Ja, aber ich rechne gerade. Ja, gib mir doch dein Pausenbrot. Alter, halt die Fresse. Ist schlimm. Einfach mal bitte 2 Minuten still sein. Danach können wir über die Teilung des Pausenbrots reden. Vorher nicht. Da teile ich erst die mathematischen Formeln. 90 kostet der Knüppel. 90 und 125 wären genau zu viel. Das kann ich, kann mir noch nicht mal die Klinge und den Perk leisten. Alter, es ist so schlimm. Der Perk als nächstes, würde ich sagen. Den Perk als nächstes. Der kostet 125, Mann. Ich nehme auf jeden Fall die Klinge.
Und die Granaten, das sind 90, 140. Also 140 gebe ich jetzt auf jeden Fall schon mal aus. Wie viele Scharfschützen habe ich eigentlich ready? Ne, da wollte ich nicht hin. Ich wollte gucken, wie viele Soldaten ich ready habe. Ob ich nächstes Mal mit zwei Scharfschützen losziehe. Soldaten anzeigen. Wir haben einen Ranger, einen Grenadier. Ein Scharfschütze. Auf jeden Fall ein Scharfschütze. Ja, pass auf. Dann machen wir das erstmal so. Wir gehen in die Waffenkammer. Nein, in die Technikabteilung. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Wir bauen einmal eine Rauchgranate. Ja. So ein Knüppelgerät für unseren Ranger. Dann kann ich hier schon mal nichts mehr bauen und oben kann ich auch nichts bauen, weil wir nur noch 94 Vorräte haben. Das heißt, jetzt sind wir quasi erstmal out of stock. Ich könnte eine bessere Knarre bauen für einen Scharfschützen, aber ich weiß es nicht, ob das schon was bringt. Ich spare lieber. Das sind 60 Vorräte und 5 Legierungen. Das spare ich erstmal auf die Main-Knarren, die sekundären Waffen später. So, und jetzt habe ich mich erstmal entschieden. Jetzt gucke ich dann auf den Chat. Und dann gehen wir auf den Scanner und scannen. Und dann überlege ich nämlich als nächstes, wo ich erstmal hinfliege. Ah. Call me Bastian. BB, sei gegrüßt. Ja, stimmt, du warst einige Zeit nicht da. Schön, dass du wieder reinschaust. Wissen Sie, ohne ihren Vater. Jetzt, Tambal, kriegst du mal Pausenbrot. Kein Problem. Schieb das mal Tambal rüber. Echte Wunder vollbracht. Ja, die Avenger zu reparieren war ein Wunder. Was ist erschüttert? Ich weiß immer noch nicht, wie er ihr System entschlüsselt hat. Aber ohne ihn stünden wir noch ganz am Anfang. Er hat sein Leben gegeben, um das Schiff zum Fliegen zu bringen. Auch wenn er es selbst nicht mehr sehen konnte. Wir schulden Ihnen beiden großen Dank. Wir können uns bei ihm bedanken, indem wir alle Aliens vernichten, die wir finden. Ein guter Vorschlag. Du brauchst die Waffe nur einmal bauen, dann hast du die für alle? Also du willst mir jetzt sagen, Zonknaf, wenn ich jetzt einen Knüppel gerade gebaut habe und ich gehe mit 6 Rangern, können alle 6 Ranger diesen Knüppel benutzen? Also das war im Vorgänger nicht so. Da musste ich tatsächlich, wenn ich 6 Ranger habe, 6 Knüppel bauen. Und wenn ich ein Gewehr baue und alle dasselbe benutzen wollen, hätte ich 6-mal das Gewehr bauen müssen. Das war zumindest im Vorgänger so. Das würde mich wundern. Wobei ich es gut finden würde, weil es dann nicht so teuer wäre. Aber es würde mich wundern. Und erschüttert ist tatsächlich, wenn du Schaden abbekommst oder einen psionischen Angriff, dann sind die so ein bisschen erschüttert. Dann haben die so ein bisschen Angst und die erholen sich dann, wenn es denen irgendwann wieder gut geht. Das habe ich noch nicht verstanden, wann. Keine Ahnung, irgendwann. Weil das würde mich halt wundern. Aber da werden wir gleich feststellen. Wir gehen erstmal scannen. Das heißt, ich würde sagen, was machen wir denn erstmal? Wir kriegen Rekruten in 6 Tagen. Wir kriegen schneller heilen. Schneller heilen wäre gar nicht mal falsch. Und der Schwarzmarkt, da war ich auch noch nicht. Und hier wäre Regionseinnahmen. Das wäre auch nicht falsch. Aber wir gehen erstmal ganz kurz hier zum Heilen. Hilfsprotokoll. Soldat anzeigen. Achso, der ist fertig. Ja, der ist quasi... Fandrilla ist jetzt Spezialist geworden. Soldat anzeigen, genau. Die Frage ist, ob wir tatsächlich 2 als Sunny ausbilden, weil unser anderer Ranger, ich glaube, das war Nuklearscan, ist den Heilweg runtergegangen. Ich würde eventuell sagen, bei dem anderen gehen wir mal auf den Hacker, dann können wir eventuell mit 2 Spezialisten losziehen, was gar nicht mal falsch ist. Wie gesagt, da müssen wir nochmal Nuklearscan dann überprüfen, ob der wirklich der Sunny ist. Müssen wir mal schauen. Würde ich gerne auch verschiedene Sachen dann skillen. Ja gut, das ist okay. Gehen wir zurück zum Geoscape. Probier es auch aus. Ja, machen wir, wenn die Mission kommt. Dann werde ich halt ausprobieren. Widerstandswahn. Was ist denn Widerstandswahn? Willkommen, Kommandant. Alter. Und ich redete noch von einem kleinen, beschaulichen Stream ohne Eskalation. Ja. Und dann kam Fabian. Macht schon mal Herzchen, während ich gleich, wenn ich wieder reden kann, vorlese. Anton zu seiner Freundin Bertha. Ich werde mir ein Moped kaufen, das steuerfrei ist. Darauf Bertha. Und wie lenkst du dann?
Alter. Fabian, wo kriegst du die her? Hast du ein Witzebuch? Fabian, der offizielle Supporter dieses Kanals. Danke dir für so viel schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie ich das jemals gut machen soll. Wenn ich irgendwann sterbe, muss meine Frau mich hier als Leiche hinsetzen, dass ich danach noch weiter streamen kann, um das alles abzustreamen, was ihr hier, so wie ihr mich supportet. Das schaffe ich in einem Leben schon nicht mehr. Fabian und alle anderen. Herzchen für euch. Ihr seid die geilste Community, Mann. Dankeschön. Oh Mann. Oh Mann. Ah. Wenn ich um eins wiederkomme, bist du noch da? Ja, bis drei, Hupfi. Bis um drei. Bis um drei machen wir. Bis um drei. Zwei Tage bis Widerstand. Ja, ich glaube, wir scannen mal eh, weil wir hier dann die schnellere Genesung haben. Komm, scannen wir mal die zwei Tage durch. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Oh Mann. Dankeschön. Ja, das gilt für alle. Egal, ob sie nur zuschauen, nur in Anführungsstrichen lurken, was Nettes in den Chat schreiben oder mal subben oder vielleicht eine Spende dalassen. Alle gleichermaßen danke. Wie gesagt, der Support von euch. Die letzten Monate, alter Schwede, echt, ich fühle mich wie im Traum und berauscht, dank euch. Ich hoffe, ihr habt noch weiterhin viel Spaß, dass wir das Projekt hier noch lange weitermachen können. Ich bin so gehypt, dank euch. Dankeschön. Oh Mann. Zu gut. Und danke für die Herzen. Ich muss mal ganz kurz die Widerstandskommunikation lesen. Widerstandskommunikation, Forschung abgeschlossen, Widerstandskontakte verfügbar, neues Forschungsprojekt. Codename Chiffre. Ja, das habe ich schon mal in den Kontaktanzeigen gelesen. Gerüchteweise. Habe ich nie aktiv, weißt du, verstehst du? Oh Mann. Neue Einrichtung verfügbar, Kommunikationszentrale, neue Forschung verfügbar, Widerstandsfunk. /FM, der Widerstandsfunk auf dieser Frequenz. Widerstandskontakte verfügbar. Auch wenn die Idee der Einrichtung eines funkbasierten Kommunikationssystems zur Organisation der Widerstandsbewegung angesichts der Geschichte vieler vergangener irdischer Kriege vom Konzept her nicht gerade neu ist, ist das, was wir hier zu erreichen versuchen, kein leichtes Unterfangen. Die Aliens sind überaus geschickt darin, unsere Signale zu erkennen und verfügen über eine Vielzahl von Technologien und Ressourcen. In enger Zusammenarbeit mit Chefingenieurin Chen haben wir jedoch damit begonnen, Teile der auf der Avenger vorhandenen Alien-Kommunikationsausrüstung zu verwenden. Durch Analyse der lesbaren Logdateien haben wir herausgefunden, dass zu jedem Zeitpunkt eine erstaunliche Vielzahl von Kommunikation gleichzeitig über ein Netzwerk übertragen wird. Dies ist der Schlüssel zu der von uns vorgeschlagenen Lösung. In Anbetracht des enormen Nachrichtenaufkommens innerhalb des Alien-Netzwerks sollte es uns einigermaßen leicht fallen, unsere eigenen Übertragungen unter ihnen zu verbergen. Mit der Avenger als zentrale Schnittstelle können wir ein Kommunikationsnetzwerk einrichten, das Widerstandsaußenposten auf der ganzen Welt miteinander verbindet. Jeder neue Kontakt, den wir herstellen, sollte die Bewegung als Ganzes organisieren und stärken. Ertügern. Ja, also Konzept ist ja wirklich nicht neu. Gut, dann haben wir hier das Moped. Kommunikationszentrale. Die Widerstandskommunikationseinrichtung erhöht die Anzahl der Regionen, mit denen wir Kontakt aufnehmen können. Weitere Kontakte werden möglich, wenn wir hier einen Ingenieur einsetzen, sobald der Bau abgeschlossen ist. Ach du Kacke. Da brauchen wir auch recht ASAP. Weil mehr Gebiete, mehr Ressourcen, mehr Geld, mehr schneller Sachen. Okay, Kommunikationszentrale, verstehe ich. So, das heißt, wir können den Widerstandsfunk erforschen. Durch den Nachbau der Kommunikationsausrüstung, die wir auf der Avenger entwickelt haben, sollten wir in der Lage sein, Relais an Bord einzurichten, um größere Reichweite, um unsere Reichweite noch weiter zu vergrößern. Die größere Abdeckung wird es uns erleichtern, einige der abgelegenen Regionen fern des Hauptquartiers zu erreichen. Gauss-Waffen, 7 Tage, die hatte ich aber schon mal vorgelesen. Psionik. Psi-Kräfte, what the heck, Plattenrüstung, Allöchen. Viper-Autopsie, 3 Tage. Und die Alien-Datenspeicher, 5 Tage. Eieiei. Bevor ich mich entscheide, gucke ich ganz kurz einmal auf den Chat. Tendenziell würde ich nämlich sagen, Plattenrüstung oder Viper-Autopsie, aber Psionik ist auch geil. Das ist alles geil. Hallöchen. Guck, Master, sei gegrüßt. Und Pater, sei auch gegrüßt.
Wie kannst du in Games immer so viel lesen? In Witcher auch. Mit den Augen. Ich weiß nicht, wie du liest, Norty. Mit den Fingern? Das ist so eine Frage. Ah. Und noch ist es doch beschaulich, Chris. Also, wie gesagt, die ersten beiden Streams war es doppelt so voll hier bei XCOM. Wie gesagt, musst du auch nicht jetzt heute so voll werden. Dann kann ich den Chat wenigstens noch ein bisschen verfolgen. Die ersten beiden Streams war es noch voller. Alles gut, Cookmaster, alles gut. Ich darf endlich wieder XCOM spielen. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, ich verzock mich nicht. Wie gesagt, ich spiele es blind, sage ich nochmal dazu. Keine Spoiler, keine Tipps. Lasst mich sterben. Und wenn wir uns verzocken, wenn noch Bock ist, fangen wir nochmal neu an. Das kann bei XCOM passieren, weil man kann sich verforschen, wenn man halt nicht weiß, wie gut Klamotten sind, was man haben möchte, wann man was erforscht, was man braucht, gegen was, kann man tatsächlich, wenn man blind spielt, echt auf die Fresse fliegen. Und da bin ich gespannt, ob wir das halt verhindern können. Schauen wir einfach mal. Ich überlege, was ich erforschen möchte. Eine Rüstung an sich ist geil, aber die kostet garantiert auch wieder mein Neugeborenes. Komm, wir nehmen einmal die Autopsie hier von dem Moped mal. Das sind nur 3 Tage, das ist mit das Kürzeste. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Informationen über den Moxa-Killer. Wenn ich mich langsam an die Kreuzung von menschlichem und Alien-Genmaterial gewöhnt haben sollte, muss ich zugeben, dass diese reptilienartige Kreatur mit ihren eindeutig menschlichen Merkmalen besonders beunruhigend wirkt. Berichte aus der Invasionszeit enthielten Hinweise auf eine Spezies mit wenigen reptilienartigen Zügen, aber nichts, das so offensichtlich wäre wie das hier. War es die hier. Die hat Moxa gekillt. Verstehst du? Fand der Moxa nicht so gut. Ich auch nicht. 3 Tage? Perfekt. Ich habe mich gefragt, wie die Advent-Regierung unsere Gruppe von Abtrünnigen sieht. Sind wir für sie eine Bedrohung oder eher ein Ärgernis? Achso, Kontakte 1 von 3. Stelle mit Neu-Mexiko Kontakt her und wir haben die erforschte Widerstandskommunikation. Das haben wir, Hashtag hier oben läuft. Achso, wir sind im Soll. Also wir machen quasi auch das, was wir tun sollen. Wenn das Schiff wieder fliegt, was größtenteils Dr. Shens Verdienst ist, fühle ich mich etwas nutzlos. Ich bin heilfroh, dass der Commander die schweren Entscheidungen trifft. Lumbo, sei gegrüßt. Wie weit ist dein Missionsfortschritt? Devi, da oben steht's. Weiter weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal und blind. Kann ich dir nicht sagen, wie weit wir sind. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall genesen unsere Soldaten gerade wieder. Das ist schon mal die gute Nachricht. Das heißt, wir haben nämlich jetzt schon wieder mehr verfügbar. Achso, der ist fertig, genau. Wir können ja einen neuen... Was brauchen wir denn? Moment. Wir können ja tatsächlich jetzt den nächsten Soldaten in die Schule schicken. Soldaten anzeigen. Wir schicken als nächstes Erdwusel in die Schule. Und was haben wir denn? Moment, wir gucken mal. Wir haben nur noch einen Grenadier. Oh, das ist ja ganz schlecht. Wir brauchen noch auf jeden Fall Grenadiere und Scharfschütze. Also das heißt, Erdwusel wird auf jeden Fall Grenadier. Das heißt, in die Schule mit dir. Erdwusel. Genau. Jawohl, ja. Möchtest du fortfahren? Und du wirst Grenadier. Ausbildung beginnen. Gut, dass wir das noch gesehen haben. Haben wir schon 2 Tage verschenkt, glaube ich. Naja, egal. Dann lernt der Erdwusel. Das heißt, du hast in Facebook geschrieben, es kommt ein Season Pass zu Dark Souls 3 raus. Jo, habe ich auch am Anfang dazu 5 Minuten erzählt, Cookmaster. War die News des Tages quasi, dass es halt einen Season Pass gibt, der diesmal schon vor Release bekannt ist. Sonst haben sie es ja immer recht spät halt erst angekündigt. Diesmal haben sie es halt vorher angekündigt. Nein. Tigen lässt mitteilen, dass das neue Widerstandskommunikationsnetzwerk voll einsatzbereit ist. Wir müssen die Nachricht nur noch verbreiten. Commander, Sie sollten so schnell wie möglich Kontakt zum lokalen Widerstandsnetzwerk aufnehmen. Die Aliens setzen ihre Pläne zweifellos weiter um. Corvus, Bud Spectre. Und Tornado Snake. Seid gegrüßt. Ja, das machen wir aber später. Dahin fliegen.
Die Kommunikationsteam, der Commander, wir können jetzt Kontakt mit lokalem Widerstand in Neumexiko aufnehmen. Achso, okay. Nachdem wir nun eine Verbindung hergestellt haben, können wir unsere Informationsressourcen einsetzen, um die lokale Widerstandszelle zu kontaktieren. Neben dem Zutritt zur Geheimeinrichtung sollte die größere Reichweite auch unseren Zugang zu Vorräten verbessern. Vorräte? Ja, hier, möchte ich haben. Möchte ich haben. Aber das wird bestimmt eine Mission sein. Pass up. Ich will erstmal ganz kurz gucken, wie lange die Mopeds jetzt noch krank sind. Das habe ich gerade schon wieder vergessen. Oh Gott, das müsste man auch anders anzeigen können. Wir haben einen Tag, 13 Tage, 3 Tage. Ja komm, da braucht man nicht. Also Nuklearscan ist dann auf jeden Fall wieder ready. 13 Tage ist eh zu lange, genau wie 15 Tage. Die 3 Tage werden ready und der 1 Tag wird sowieso bis zur nächsten Mission ready. Und wir holen uns einmal noch ganz kurz erstmal die neuen Rekruten ab. Dann haben wir die nämlich auf jeden Fall safe. Und die holen wir hier, die Rekruten, in 6 Tagen. Avenger berechnet neuen Kurs. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Die verlassene Kolonie. Und die Regionseinnahmen, schnelleres Heilen und die Suche hier unten und die Kontakte. Das verstehe ich alles, aber erstmal scannen wir hier. Der Testbereich ist bereit, Commander. Wir können den Schädelstecker auf Ihren Befehl passiert bauen. So viel. Hier passiert so viel. Genesis, danke fürs Reinschauen. Schönen Abend dir. Einrichtung ansehen. So, was macht denn dieser Testbereich? Ich habe keine Ahnung. Willkommen im Testbereich, Commander. Es schien eine gute Idee zu sein, unsere experimentelleren Konzepte zu isolieren. Vor allem in Bezug auf die Waffenentwicklung. Mhm. Wie, das war's? Mehr nicht? Keine Infos? Offen. Personal. Erhöht die Projektgeschwindigkeit. Achso. Achso, ja, okay. Projekt wählen. Schädelstecker. Was? Schädelstecker. Bevor wir auch nur die Zeit für Feldtests hatten, wurde unser Gerät von den Truppen schon Schädelstecker genannt. Einfach gesagt ist das eine physikalische Schnittstelle, mit der man durch gezielte Schlagwirkung auf den Chip zugreifen kann, den die Advent-Truppen in ihrem Schädel implantiert haben. Also das ist quasi, glaube ich, der Taser für diese Advent-Mopeds. Das hatten wir ja schon, mehr oder minder in den vorherigen Missionen. Das ist quasi den Taser, den wir brauchen. Experimentelle Munition. Ein Illyrium-Kern. Ich habe 5, 10 Tage dauert's. Wir haben beobachtet, welche Vielfalt an exotischen Munition die Aliens in ihren Waffen verwenden. Mithilfe von Illyrium-Kernen, die wir auf dem Schlachtfeld geborgen haben, können wir neue Munitionstypen für unsere Waffen entwickeln, die vermutlich stärker wären als jegliche bislang verwendete Munition. Ja gut, da weiß ich natürlich nicht, ob ich die verbrauchbar ist. Also, das Erforschen kostet was, ist klar. Aber ob ich sie dann habe, immer habe, oder ob das jedes Mal bei Benutzung dann Illyrium und Kerne kostet, das wäre dann ziemlich teuer. Und die Granaten kosten auch dasselbe. Und das kostet 50 Vorräte, der Schädelstecker. Oh Gott, und da kann ich nicht mehr machen. Also dieser Testbereich ist ja ziemlich dumm. Ja, aber den Schädelstecker brauchen wir sowieso. Da kommen wir auch nicht drum rum. Wir kommen da nicht drum rum. Wir müssen ja irgendwann ein lebendes Alien fangen. Oder so einen Pöpselstecker reinstecken. Weil wir brauchen halt die Informationen. Das heißt, wir kommen nicht drum rum. Die Frage ist, machen wir das jetzt oder später? Nur 50 Vorräte. Wir haben... Ja, komm, ey. 14 Tage dauert das auch. Komm, wir machen es. Wir müssen es ja eh machen. Team sofort daran arbeiten, Commander. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. Erhöht die Projektgeschwindigkeit, wenn ich da einen Ingenieur reinmache. Ja, will ich aber nicht. Ist er jetzt drin? Ne, der ist nicht drin. Weil den würde ich gerne zum Buddeln nehmen. Und zwar... Was ist das denn? Alien-Trümmer. Warte mal, wir wollen nämlich hier Vorräte 49 Alien-Trümmer. Ja, dann machen wir das weg. Gehen da oben den Ingenieur noch mit dazu. Ach, der ist beschäftigt. Ja, komm, dann räum frei. Ja. Wieso muss der dann jetzt dann beteiligt sein? Hallo, ich würde gerne den abziehen. Erstmal muss ich aus dem Menü raus. Entfernen. So. Dann würde ich hier nämlich gerne bauen. Mit dem Ingenieur. Genau so. Und dafür kriege ich 49 Vorräte. Perfekt. Dann bauen wir da nämlich rum. Perfekt, perfekt. So, wie lange dauert jetzt der Test von diesem Schädelstecker-Moped?
Wie, hier ist leer. Achso, da könnte ich sogar auch noch was bauen. Okay. Testbereich. Das dauert jetzt 14 Tage. Ja, okay, passt. Da kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Gut. Oh mein Gott. Danaui, sei gegrüßt. Nein, Tevok, darf man nicht. Darf man nicht. Deswegen habe ich ja gerade nochmal gesagt, blind, spoilerfrei, da bitte zurückhalten. Ich weiß, dass ihr alle schon weiter seid, aber solange ich nicht explizit euch frage, frage ich mich das und dann bitte darauf keine Antwort geben. Sonst kommen die Mods und dann gibt's Purges und Blut und Streit und bitte nicht. Und wir scannen hier weiter. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich finde es gelinde gesagt erstaunlich, dass das Subjekt, welches wir in der Vergangenheit als dünnen Mann kannten, nun als genetischer Abkömmling dieser ganz und gar reptilienartigen Kreatur enthüllt wurde. Codename Strangulation. Ja, das hätte ich vorher wissen müssen. Dann hätte ich vielleicht Moxa retten können. Neues Testprojekt verfügbar. Feldmedizin, das klingt gut. Es ist wahrhaftig bemerkenswert, wie anpassungsfähig die Genetik einiger Alienspezies bezüglich der vielen Verbesserungen sind, die konstant an ihnen vorgenommen werden. Im Falle der Viper, einer Spezies, die einst als Infiltrationseinheit dünner Mann identifiziert wurde, haben die Aliens bewusst den Aufwand reduziert, ihre wahre Gestalt zu verbergen. Ohne die ausgiebige Zuführung menschlicher Genmaterials nimmt die Viper eine rein reptiliengehafte Gestalt an, scheinbar ohne Einbußen an Intellekt und Kampffähigkeit. In ihrer schlangenförmigen Gestalt ähnelt die Viper stark den beinlosen Reptilien, die gewöhnlich auf der Erde anzutreffen sind. Die verstärkte Rumpfmuskulatur ermöglicht eine aufrechte Fortbewegung und die Ergänzung zweier schwacher, aber funktionsfähiger Arme ermöglicht die Verwendung traditioneller Waffen. Trotz der Vielzahl von Alienspezies, denen unsere Truppen auf dem Feld entgegenstehen, finde ich die Aussicht, einer 2 Meter großen intelligenten Schlange gegenüberzustehen, besonders unangenehm. M-M-M-Moxter. Ach, das war der Nachruf. Feldmedizin. Das klingt spannend. Das Gift, das die Viper ihren Opfern injiziert, ist fieses Zeug. Es kann selbst die größten und stärksten Soldaten umhauen. Allerdings enthält es auch einige Enzyme, die wir isolieren und für unsere Medikits einsetzen können. Damit könnten wir die Hämostase deutlich verbessern. Achso, was heißt das? Ich kann es nicht erforschen. Okay, wahrscheinlich hier in der Testkammer oder so. Muss ich da mal gleich gucken. Tanja! Sei gegrüßt und auch 10 Monate dabei. Tanja, willkommen! Schönen guten Abend und Dankeschön für den Support und hoffentlich auch noch ganz viele weitere Monate im Club als Mod mit Spaß dabei. Macht Herzen für Tanja. Dankeschön! Nein, wann denn, Cookmaster? Wann denn? Wir sind ja noch mitten in 2 Spielen. Ich bin doch kein Game-Switcher. Ich spiele doch immer erst Spiele zu Ende, bevor ich irgendwas Neues anfange. Und im Moment spielen wir halt XCOM und Zombie. Nein, was ist das denn, der Datenspeicher? Da wir vor kurzem einen Alien-Datenspeicher mit wertvollen Feindinformationen gefunden haben, kann ich die Ressourcen meines Teams zum Verschlüsseln der Dateien verwenden, um sicherzustellen, dass wir an die Informationen herankommen. 5 Tage. 12 Tage. Ja komm, wir nehmen den Alien-Datenspeicher, der braucht 5 Tage. Oder ist das ein Ziel? Warte mal, ich muss mal eben gucken. Ja, ich weiß, trotzdem verlassen. Bei der Arbeit in den Schließe das Schädelprojekt, läuft, kontaktiere den Widerstand, stelle den neuen Mexiko-Konflikt. Okay, verstehe ich. Ein Wunder gewesen wären. Die Alten und Kranken sind nach nur einer Behandlung so revitalisiert, dass sie häufig weinen müssen. Die Aliens haben da eine mächtige Sache entwickelt. Vielleicht ihre hinterhältigste Erfindung überhaupt. Ich bin immer noch hin und her gerissen. Seien Sie gegrüßt, Zombie, Commander. Ist nicht durch, Norti. Spielen wir ganz normal Mittwoch weiter. Mittwoch, Donnerstag. Also ich denke mal, 2 Streams werden wir noch brauchen. Diese Woche werden wir es wahrscheinlich durchspielen. Wir sind gerade in diesem creepy Kindergarten gewesen.
So, wir erforschen den Datenspeicher, keine Ahnung, machen wir einfach mal. Ich erwarte, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Und jetzt will ich wissen, ob wir hier jetzt irgendwas bauen können. Feldmedizin. Illyriumkern, Viperleichen, Vorräte. Ach so, da muss ich erst noch ein paar Leichen umbräten. Wo sehe ich eigentlich, wie viel ich habe? Was macht das überhaupt? Das Gift, das habe ich aber schon gelesen. Wahrscheinlich verbessert das einfach nur die Medikits oder so. Da steht jetzt nicht, was es explizit macht. Das finde ich schade. Da hätte ich ein bisschen mehr Informationen. Macht plus 38 Heilung oder so. Das steht hier halt nicht. Schade eigentlich. Naja, egal. Die sind hier am Forschen. Also ist das hier. Verstehe ich auch. Ja, das sieht alles gut aus, ne? Oh, wir kriegen eine Vorratslieferung. Das ist noch viel besser. Wir kriegen Kohle. So. Scannorn. Ist das gut? Ist das schlecht? Das ist rot. Rot ist bestimmt schlecht, ne? Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Okay. Da ist schon mal ein düsteres Ereignis-Moped dazugekommen. Und das wäre, die Aliens sind in hoher Alarmbereitschaft. ISCOM ist es schon schwerer, unvorbereitet anzutreffen. Was nicht ganz so schlimm wäre, wenn das nicht funktioniert. Das heißt, wir hätten nicht den Stealth First Hit. Wäre nicht geil, ihn nicht zu haben, aber es, glaube ich, bricht auch nicht die Welt zusammen. Von daher wäre es nicht ganz so schlimm, wenn wir es nicht schaffen, beim ersten Mal das Ding hier zu vereiteln. Und aktiv ist im Moment nichts, verstehe ich. Ich weiß nur nicht, ob das dann stackt. Also nehmen wir mal an, dass ich schaffe es beim ersten Mal nicht und ich schaffe es auch beim zweiten Mal nicht, ob es dann zwei Effekte wären. Das wäre dann schon finster, wenn sich das immer hochstacken würde und nie wieder runter geht. Müssen wir abwarten. Müssen wir abwarten. Keine Ahnung. Ja, nur Rüstung habe ich viel zu wenig Kohle und Legierung. Und ich bräuchte die Rüstung tatsächlich dann 5 bis 6 Mal. Deswegen habe ich mich erstmal für Waffen und Defensive entschieden in Form von Granaten. Und den Perk habe ich auch nicht geholt. Was habe ich denn geholt? Den Knüppel. Also tatsächlich den Melee-Damage. Ja, klar. Rüstung brauchen wir auch. Wir brauchen alles. Das ist aber halt das Spiel mit Ressourcen. Man muss sich halt für was entscheiden. So. Moxa setzt mich nicht unter Druck. Ich brauche Rekruten. Eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Boah, hier passiert so viel. Holy moly. Welche Augenfarbe ich habe? Blau. Zwar nicht jetzt so ein krasses Blau wie Terence Hill, aber blau. Blau, blau, blau sind meine Augen. Reimt sich nicht, aber das ist die Antwort. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Abgeschlossen. Guerilla-Einsätze 1. Abgeschlossene Beutezüge 1. Widerstandsgerüchte untersucht 2. Neues Personal. Dr. Sarah Donaldson. Kein Plan. Jana König. Rekrut. Neues Personal im HQ. Ja, die muss ich ja wieder einkaufen, glaube ich. Monatliche Vorratseinnahmen. Nur 115. Oh, da hätte ich jetzt aber mit mehr gerechnet. Das ist ja nicht mal ein Gewehr. Das ist ja gar nichts. Was passiert hier gerade? Wir haben Informationen über die aktuelle erhalten. Es laufen bereits Vorbereitungen, um diese düsteren Ereignisse durchzukreuzen, bevor sie umgesetzt werden können. Gegenmaßnahmen sind in Kürze verfügbar. Das ist das, was ich gerade vorgelesen habe, mit dem Schwerer zu treffen. NT-Kontrollpunkt auf dem Landestatus in Vorbereitung. Advent gelingt es, den Transport von Widerstandsressourcen zu behindern und reduziert so die Vorräte der nächsten Vorratslieferung um 50%. Ja gut, wir haben 100 Mopeds gekriegt. Ob wir jetzt 100 kriegen oder 50, das macht dem Braten auch nicht fett. Und das verdeckte Ereignis kostet 20 Info. Wofür sind Info eigentlich gut und wie kriege ich die? Ich habe keine Ahnung. Wir haben 122 Info und ich habe keine Ahnung woher. Na, dir einen schönen Abend, beziehungsweise eine ruhige Schicht. Ja, ich decke das mal auf 20 Info. Ich habe keine Ahnung, ich habe sonst nicht gesehen, dass ich die Infos bräuchte. Die Aliens bringen einen Maulwurf beim Widerstand unter und reduzieren die Zeit bis zum nächsten Vergeltungsschlacht um 2 Wochen. Das wäre kacke. Das wäre kacke.
Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie die Mission finden, weil wir hatten am Anfang schon zwei. Eine hatten wir vereitelt. Das heißt, wir müssen jetzt noch drei Missionen finden, um das komplett zu vereiteln in 2 Wochen. Was? Ja, ich habe noch keine Ahnung, wie das so genau funktioniert mit diesem System, weil das ist neu, das gab es halt vorher in XCOM nicht. Naja, gucken wir mal. Also, in 2 Wochen ist der nächste Vergeltungsschlag, aber das ist nicht, glaube ich, das Moped mit diesen Leisten oben dran, oder? Diese dunklen Ereignisse. Ja, das habe ich noch nicht verstanden, weil jetzt in 2 Wochen, dass die Leiste voll wäre, glaube ich nicht, weil wir haben jetzt erst ein Büppel dazugekommen in den zig Wochen, die wir schon spielen. Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, aber das werden wir noch rausfinden. Ja, 115 Vorräte, die untersuche ich. Wir haben das Gebiet nicht vollständig gescannt. Nein, abbrechen. So, da ist die Vorratslieferung. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin hier, ne? Commander, der Widerstandsrat hat neue Informationen zu Einsatzmethode, Einsatz ansehen. Operation Schimmernder Junge. Befreie die VIP aus dem Adventfahrzeug. Das gibt ein Ingenieur und 96 Informationen in Ostamerika. Schlimmer. So, Einsätze starten. Setze Kurs auf Sektor 10, die östliche USA. Wo ist das denn? So. Ich möchte aber erst noch mal ganz kurz zurück. Jetzt ist die Frage, wo ist denn die Mission hin? Wo ist die Mission jetzt hin? Ich wollte sie ja nicht abbrechen, ich wollte einfach nur noch mal ins Menü. Ah ja. Okay. Einsatz. Ich möchte nochmal aus diesem Menü raus. Also ich muss auf der Taku klicken, verstehe ich. Okay. Erstmal möchte ich nämlich hier nochmal raus. Ich habe ja noch ein bisschen Geld gekriegt. Jetzt ist die Frage, ob ich mir von dem Geld noch was hole. Wieso habe ich denn nur 100... Achso, das Geld ist noch gar nicht überwiesen. Achso, ja, sehe ich gerade. Das Geld ist noch gar nicht da. Das kommt erst. Ich hätte es abholen müssen, glaube ich, in 3 Tagen. Da oben war es nämlich... Ja, ich verstehe. Okay, die ich hätte es... Ja, ja, ist okay. Nicht übel, aber manchmal fehlt mir der verdammte Pullover schon. Ja, das Geld liegt natürlich noch auf der Map. Das hätten wir abholen müssen. Hat jetzt nicht gepasst. Dementsprechend haben wir gar nichts. Okay, verstehe ich. Lasator, sei gegrüßt. Gut, also machen wir die Mission. Da können wir jetzt ja eh nichts machen. Gehen dann nochmal auf den Geoscape. Und machen die Mission. Befreie die VIP aus dem Adventfahrzeug. Stehe ich jetzt nicht, wie schwer der ist. Egal, wir gehen da mal drauf. Und gucken mal, wen wir haben. 3 Spezialisten. Das ist natürlich eine Menge. Das ist eine Menge. So, wir gucken uns mal ganz kurz an, wer hier was hat. Das ist Nuklearscan. Nuklearscan ist Hilfsprotokoll, Mediprotokoll, Revitalisierungsprotokoll. Der ist komplett auf Heiler geskillt. Der bleibt auf jeden Fall schon mal in der Gang. Dann haben wir Fantrilla. Der ist, glaube ich, neu dazugekommen und hat noch gar keinen anderen Perk, außer Hacken und Hilfsprotokoll. Genau. Und dann haben wir... Entschuldigung, habe ich gerade Nuklearscan gesagt? Grey Fox meine ich natürlich. Und Nuklearscan? Nein, Entschuldigung, es ist BKBK Dayo. Hacken und Hilfsprotokoll. Wo sehe ich denn die Soldatenfähigkeiten? Da ist auch noch nichts drin. Okay, die kann ich tatsächlich noch komplett neu skillen. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Flacco, sei gegrüßt. So. Hast du das mit der Waffe überprüft? Zocknaf, du hast doch wahrscheinlich zugeguckt. Nein, wann denn? Jetzt mache ich das. Keine Hektik, keine Hektik. So, wir haben... Was haben wir denn überhaupt? Erstmal einen Spezialisten zu viel. Wir nehmen Lightning als Heiler mit.
Fantrilla geht erstmal raus, weil wir schon zwei Spezialisten haben. Zwei Spezialisten ist okay. Wir haben einen Ranger mit Nuklearscanner, ist völlig okay. Flu ist ein Scharfschütze. Der bleibt erstmal drin. Haben wir denn noch was anderes? Ich bräuchte noch irgendwas. Ein Grenadier habe ich nicht. Wir haben noch einen Ranger mit Ratzi. Wir haben noch einen Rekrut, der dementsprechend Punkte bekommen könnte mit Flex, der aber noch nichts ist. Lass ich zu Hause. Wir haben noch einen Spezialist. Drei Spezialisten wäre zu viel. Dann nehmen wir lieber zwei Ranger mit. So. Und dann fangen wir mal an. Wir haben gesagt, der Scharfschütze an der Stelle Flu bekommt die Rauchgranate. So, ich habe eine Rauchgranate gebaut. Das heißt, ich könnte sie jetzt nicht Bratzi geben. Kann ich auch nicht. Also bei Granaten funktioniert es schon mal nicht, weil ich nur eine habe. Wir können das Ganze jetzt gleich nochmal mit dem Knüppeln überprüfen. Den besten Knüppel kriegt natürlich Nuklearscan. Entschuldigung, da muss ich einmal hier rein. Bei Schrotflinte in der Primärwaffe kriegt er... wie komme ich denn zur Sekundärwaffe? Ach, da. Ach, der hat die Pulsklinge jetzt schon... Nee. Was hat er denn jetzt ausgerüstet? Wo sehe ich denn bitte? Der hat die Pulsklinge ausgerüstet. Ja, okay. Verstehe ich. Und der Bratzi? Nee, da bin ich falsch. Wie komme ich denn am schnellsten hin? Hat die auch? Okay, also ich glaube, Zocknaf hat tatsächlich recht. Es ist zwar irgendwie unlogisch, aber es funktioniert tatsächlich so. Na okay, also tatsächlich, wenn man eine Waffe einmal baut, nutzen die alle. Das ist interessant. Weil, tatsächlich, steht ja unendlich. Also es ist dann quasi wie ein Upgrade oder so. Ja gut, das ist ja auf jeden Fall super, dass alle dann dementsprechend die Waffen erhalten. Das ist natürlich richtig gut zu wissen. Das war im anderen, in XCOM Enemy Unknown nicht. Du musstest halt für jedes Mitglied halt die neuen Waffen bauen. Und die haben die nicht automatisch alle gleich gehabt. Also das ist ja dann doch nicht so teuer. Da haben sie ja dann die Kosten reduziert. Das ist super. Das finde ich gut. Das heißt, wir bauen eine Waffe und alle können die nutzen. Das ist ja super geil. Oh, dann muss man ja wirklich erstmal die Waffen bauen. Wenn das natürlich auch mit der Rüstung so ist. Sagt's mir nicht, aber ich vermute, dass es eventuell auch mit der Rüstung so ist. Wie gesagt, bei Granaten ist es nicht so. Ich habe halt nur eine Granate hier gebaut. Und die ist, wie ihr seht, halt nicht unendlich. Hier steht nämlich unten mal eins. Beziehungsweise da. Und hier oben unendlich. Das heißt, die kann ich nicht nutzen. Bei Granaten wird anscheinend unterschieden. Ja, der Mockstar macht das offizielle Wettbüro auf, wer überlebt und wer stirbt. Mockstar handelt das, das kriegen wir schon hin. So, gucken wir nochmal durch. Wir haben einen Heiler. Ja, tatsächlich, wir können den anderen ja gar nicht heilen, weil wir haben ja auch nur ein Medikit. Das funktioniert ja nicht, perfekt. Gut, was haben wir denn? Wir haben einen offiziellen... Die sind für mich falsch angeordnet, deswegen, die hätten diese nebeneinander machen sollen, aber egal. Ach, Schwierigkeit ist leicht, immerhin. Und wir haben keinen Granatengranater, das heißt, ich muss schon einige Granaten mitnehmen. Das heißt, die Spezialisten nehmen die mit, der Scharfschütze steht hinten damit. Nimm ich jetzt einfach auf dir, ich nehme es nicht mit, oder? Dieses komische Gedankenschild-Moped. Ich glaube, nein. Weil ich habe hier ein Gedankenschild für die Milis, dass die halt nicht kontrolliert werden können. Wille 0. Wie viel Wille haben die anderen denn so? Pi mal Daumen. ...45. Also der wäre halt sehr anfällig. Ja, pass auf. Dann machen wir hier ihn safe.
mit dem Gedankenschild. Dem passiert nichts. Dann haben wir eins. Ich habe nur zwei Granaten dabei. Oh, ja, verdammt wenig, Mann. Zwei Granaten. Oh. Aber zwei von den Nahkampf-Moped-Männern. Oh, ohne Granaten, Mann, ey. Ich fühle mich gerade extrem unwohl. Kann ich das so spielen? Der Scharfschütze steht hinten. Wir haben einen Heiler, der kann zweimal heilen. Wir haben einen zweiten Ingenieur, der kann buffen. Also einen zweiten Spezialisten. Naja, wir müssen ja so spielen. Ich habe ja nicht viele Alternativen. Ja, reiten wir los. Ich hoffe, das klappt. Das Einzige, was ich jetzt nochmal gucke, ob ich noch ganz schnell was herstellen kann, was für alle zählt. Ich kann nichts bauen. Okay, also belassen wir es dabei. Zurück. Und ich sage, wir reiten in der Aufstellung 1, 2, 3, 4, 5. Das passt alles, das sieht alles gut aus. Ausrüstungsgegenstände, Rüstung, Gegenstände, Einsatz starten. Ich hab Angst. Oh mein Gott. Skyranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Einsatz starten. Advent-Truppen befördern eine VIP an Bord eines Transporters durch das Gebiet hier. Und der Widerstand hat um eine Rettungsoperation gebeten. Das Ziel wird bestens geschützt sein. Sichern Sie das Gebiet und schalten Sie alle Feinde aus, um die Rettung zu beschleunigen. Ja, das ist der Plan. Das habe ich vor. Das würde ich gerne probieren. Skullketten und NRNGB, kommt gut in den Lurk-Modus, beziehungsweise euch einen schönen Abend. Schlaf gut, kommt morgen gut raus. Morgen Abend geht's weiter, um 22 Uhr. Ich hoffe, dass wir dann keine Verluste bis dahin beklagen. Wie stehen die Betten? Hat jemand auf mich gewettet? Ich wette mal auf mich. Zum Starten drücke ich mal eine Taste. Mr. Run, sei gegrüßt. Wir haben Knüppelsticks. Wir können nur gewinnen. Menace 1-5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Sind getan. Gut. Wir speichern als erstes, weil wir jetzt ja relativ viel gemacht haben. Überspeichern wir mal hier den Spielstand 4. Speichern. Gerne, falls das Spiel abstürzt. Spielstand überschreiben. Gerne bitte. Danke. Und dann gucken wir uns mal um. So, ganz kurz meine Hände auf die Tastatur packen und dann mal gucken. Das heißt, hier haben wir einen Turm, der direkt in der Evac-Zone ist. Das ist schon mal ungeil. Und das heißt, wir müssen nach oben ihn retten und nach unten, um rauszukommen. Und hier drin ist hier würde ich die Fenster kaputt machen. Das macht Krach, deswegen würde ich damit enttarnt werden. Das verstehe ich. Okay, die Frage ist, wir müssen hier nach oben pacen und irgendwie diese Karre aufkriegen. Oh mein Gott, ey. Mir geht gerade der Arsch auf Grundeis, das glaubt ihr mir gar nicht. Aber fast wie Dark Souls hier, dieses Spiel. Oh Mann. Fabian, danke fürs Reinschauen, Supporten. Komm gut ins Bett, mein Lieber, und morgen gut raus. So, wie fangen wir an? Wir fangen an mit einem Runner. Wir haben kein Zeitlimit, doch 12. 12 Runden haben wir Zeit, um die Moped-Männer zu retten. 12 bis zur gezwungenen Evakuierung. Das heißt, wir müssen relativ fix moven. Wir nehmen als erstes die Schwertleute. Und zwar Nuclear Scan. Du bist erschüttert. Ja, das ist okay, das ist okay. Kriegen wir hin. Das heißt, wir müssen relativ zügig ein bisschen vormoven. Aber auch nicht an diesem Ding vorbei, sondern eher so links davon vorbei. Sonst müssen wir uns nämlich mit diesem Turm da auseinandersetzen. Bin gleich da.
Kein Kontakt. Das ist schon mal sehr gut. Kein Kontakt ist schon mal sehr gut. Wir nehmen den nächsten Schwertkämpfer. Brazy. Du gehst auch nach vorne. Bin gleich da. Oh, 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 oh. Ja, gut, klar, wenn ich hier das Gebäude einschlage, das verstehe ich. So, wir haben den einen Spezi, der Scharfschütze, der Flu. Der Flu kann hier eventuell schon mal relativ viel übersehen mit Truppsicht. Die Frage ist, kriegen wir den aufs Gebäude? Ja, würden wir kriegen. Die Frage ist, ob wir ihn da haben wollen. Ich glaube, von oben nach unten schießen ist nie eine falsche Klamotte. Wir hätten die ganze Front hier oben, die wir entlang gehen können. Und er würde komplett halt alles sehen. Bis hin zur Evac-Zone. Eventuell kriegen wir Flu tatsächlich da oben hoch. Das heißt, wir positionieren ihn mal hier hin. Wird gemacht. Der soll sich nicht so anstellen. Ja, der Weichei, finde ich auch. Deswegen hat er das Gedankenschild bekommen, Dr. Planlos. Und Bloody, sei gegrüßt. Hier wird niemand zerschmettert, Tevok. Alles läuft nach Plan. Und ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und die beiden Specialists, für die ich gerade keinen schönen Platz habe. BK, du bist der Granatenmann. Okay, BK ist der Granatenmann. Das heißt, du gehst einen Schritt hier hin. Schon unterwegs. Und als letzter kommt Grey Fox, unser Heiler. Schon dabei. Kein Feldposten, dass keiner jetzt einen Reflexschuss macht, genau. Okay, das war der... Ach, die sind aber drin. Ach, da sind schon wieder Schlangen-Moped-Männer. Und ich sehe ein Alien. Das ist das Alien da drin. Okay. Will ich die machen? Ich muss sie machen, weil ich hier nicht vorbeikomme. Ich muss sie machen. So viel zu dem Thema, weil ich muss sie machen. Die könnte ich halt im Melee wegwuppeln. Tendenziell. Und ich hätte eine 88% Chance. Und das Moped wäre nicht tot. Dann verstehe ich schon. Aber der andere könnte genauso draufbolzen, oder? Der andere Schwertkämpfer. Ja, der hätte sogar 91%. Und würde mehr Schaden machen. Dann hätten wir nur noch den Knüppelklaus daneben, den wir nicht sehen. Der daneben irgendwo steht. Wir müssen uns besser aufstellen. Oh, das ist schon wieder eine fiese Position. Die Frage ist, der Wagen steht direkt da gegenüber. Wir müssen die machen. Weil wir können nicht über das Gebäude moven. Ja, obwohl wir könnten schon. Aber dann hätten wir die Aliens hinter uns und wahrscheinlich noch vor uns. Also, wir können halt nicht geradeaus drüber. Die würden uns sehen. Und das hier ist zu risky, einfach durch den kleinen Tunnel zu gehen. Das Ding zu hacken wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Und wir müssen hierhin auch zurück. Das heißt, den Weg müssen wir schon irgendwie frei haben. Geschickt wäre eventuell, den Eingang wegzugranaten, um mehr Vision zu haben. Allerdings bringe ich da meine Mopeds dann erstmal, glaube ich, noch in Position, dass wir eher so hier auf dem Flügel sind, damit ich mehr Schussmöglichkeiten habe. Ich glaube, so rum machen wir das auch. Wir moven nochmal eine Runde vor und durchbrechen dann hier die Wand. Dann müssten wir ja im Gebäude auch ein bisschen geschützt sein und können vom Gebäude geradeaus auf die Karre zurücken. Leider die Position mit dem Sniper von oben negiert, weil die Mopeds schon im Gebäude sind. Ich glaube, so machen wir das. So,
Ich hoffe, dass es keine Trap ist. Das wäre nicht so geil, Desmonds. Wie gesagt, ich werde jetzt halt erstmal ein bisschen hier noch rüber moven. Nicht mit den Schwertkämpfern. Mit den Spezialisten. Mit dem Scharfschützen. Da sehen die mich nicht. Ich frage mich, was passiert, wenn die tatsächlich in meine Vision rennen würden. Dann würde ich schießen, ne? Was hast du eigentlich schon für Synchros gemacht? Für verschiedene Auftraggeber. YouTube-Videos zum Teil. Näheres möchte ich da nicht sagen, Five String, weil das ist halt beruflich und da möchte ich die Auftraggeber halt nicht preisgeben. Also jetzt nicht für Filme oder für Hörspiele oder so. Das würde ich halt gerne machen. Wenn sich da halt irgendwas mal finden würde. Also bis jetzt war es halt YouTube-Videos. Was man halt eben so kennt. Stichwort irgendwelche Trailer oder solche Klamotten, Tutorial-Videos. Ich habe Angst, dass sie hier weiter rumgehen. Wie weit kann ich denn Granaten? Na, nicht so weit, ne? Ja, pass auf, wir nehmen als erstes den Scharfschützen. Scharfschütze. Kommen wir im Moment mit den Icons noch nicht klar. Das ist ja Scharfschütze, ne? Genau. Dich ziehen wir hier hin. Nähere mich der Zielposition. So, du siehst ja auch einen. Perfekt. Die Frage ist, spielen wir jetzt mit Overwatch? Spielen wir mit Overwatch, ne? Spiel mit Overwatch. Ja, machen wir. Machen wir. Feuerschutz. Private Nachricht, Naughty. Weil im Stream gucke ich auf die Whispers nicht. Oder gibt's halt John, der kann es mir WhatsAppen. Der hat ja meine Nummer. Die Spezialisten. Da habe ich keine Deckung. Habe ich keine Deckung mehr. Okay, wir ziehen den weg. Das ist der erste Heilspezialist. Erstmal würde ich den Runner den Gunner wegziehen. Lasator! Lasator. Oh Mann, dieser Spendensound. Dankeschön. Macht schon mal Herzchen für Lasator, während ich vorlese, was er uns geschrieben hat. Einfach mal so, schaue immer wieder gerne zu, wenn auch weniger in letzter Zeit, Arbeitszeiten, trauriger Smiley, frohes Sterben und praise the sun, viel Spaß beim Zocken. Lasator ist doch völlig okay, jeder hat doch mal irgendwie keine Lust, Projekt gefällt nicht, Arbeitszeiten, Real Life. Schön, dass du immer mal wieder reinschaust und dich dann auch noch meldest mit so einer großen Summe, Mann. Dankeschön. Und Herzchen für Lasator. Ich bin in der Beta, Dexter, ja, in Overwatch. PC, Beta halt. Bin da nur verflucht schlecht drin. Verflucht schlecht drin. Ja, dich möchte ich hier haben. Möchte ich dich dahin haben? Das ist der Spezialist, ne? Ja. Brücke aus. Nee, das ist der falsche. Ich würde gerne den zweiten Spezi. Den zweiten Spezi. Hier hin haben. Wechsle Position. Und der geht dann auch in den Overwatch. Mir entgeht nichts. Und du gehst hier in den Overwatch. Du hast mehr Lebenspunkte, oder? Wie viel sind denn das? Nuklearscan hat mehr Lebenspunkte. Du gehst ganz kritisch mal hier hin. Oh, das ist ja schon wieder eine Bumsposition.
Begebe mich zum Ziel. Kritische Position. Scan-Gebiet. Und du gehst hierhin. Begebe mich zu dieser Position. Bestätigt, Überwachung läuft. Keine Ahnung, ob die Pose gut war. Sie war brillant. Sie war brillant. Also vielleicht. Vielleicht auch nicht. Captain Nummer 1, Captain Nummer 2. Also einer ist schon mal down. Okay, nicht erwischt. Das sieht aber schon mal gut aus. Wir haben einen down und die Schlange steht da und ich kann sie melee finishen. Das ist schon mal gut. Eieiei. Er hat einen Beta-Invite. Ja, aber ich bin da verflucht schlecht drin, Chris. Ich treffe halt nix, quasi wie hier in XCOM. Das ist Rumpelkacke. Wir nehmen Brazy. Kriegst du den gefinished? Mit 88%iger Wahrscheinlichkeit kriegt Brazy ihn kaputt geknüppelt. Von hinten. Mach es, Jung. Mach es. Das ist gut. Da drüben ist etwas. Wo? Achso, er lootet. Ein Illyriumkern und einen fortschrittlichen Stecher. Ja, Mensch, das wünscht sich auch jede Frau, dass sie das abends in der Disco, in der Kneipe, dass sie da mal einen fortschrittlichen Stecher lootet. Meistens sind es die Amateure. Alter Schwede. Ja, Mensch, der fortschrittliche Stecher. Warum auch nicht? Nehme ich mit. Kann man immer mal gebrauchen. Man weiß nicht wofür. Die Techniker werden das lieben. War die Techniker nicht alle weiblich? Ja, ich verstehe das schon. Da geht dann abends das Licht aus und dann hörst du nur noch so ein kleines Vibrieren. In der lustigen Ingenieurskammer. Ja, wir wechseln mal wieder das Thema und sagen: Moxer, gute Nacht. Gutes Bett. Ah. Worum geht's bei Overwatch? Das ist so ein... Also du spielst... Was ist denn das? 5 gegen 5? First-Person-Shooter? Aber es gibt Klassen. Halt Assassinen, die viel Schaden machen, Tanks, die viel aushalten und Schilde machen können, Heiler, die heilen können und du musst Objectives halt Domination halt so Punkte einnehmen, eskortieren, halt quasi so ein Shooter. Ich glaube, ich habe Team Fortress nie gespielt. Es wurde Team Fortress im Chat genannt, dass das so ungefähr so ist. Die Frage ist, wie ist da die Hackchance? Wir nehmen unseren Hacker und gucken einfach mal die Chance an. Wir haben ja gelernt, da passiert nichts, wenn ich es zurückziehe. Wir gucken mal. Ich sehe es mir an. Gucken wir mal. So, wie ist die Chance? It's all about the Chance. 60%. Feedback. Ein gescheiterter Hackversuch verleiht allen Feinden in Verteidigungs- und Mobilitätsschub. Chance 3. Bei fehlscher Feedback-Hack reduziert den feindlichen Willen um 50%. Chance 68%. Und Feinde eine Spur zu einer Alien-Einrichtung. Also wenn ich das... Bei gescheiterter Hackversuch verleiht allen Feinden einen Verteidigungs- und Mobilitätsschub. Also ich... Das verstehe ich nicht. Die Chance ist 68%, weil mein Technologiewert, den mein Moped-Mann hat, ist 60. Der Technologiewert des Turms ist 80. Deswegen ist die Chance noch relativ gering, es zu hacken.
Und die Chancenrechnung ergibt zusammen 68, aber hä? 32, 12, das sind doch keine. 68 und 12 sind 70, 80. Insgesamt stehen jetzt oben eine Chancenverteilung von über 100. Was ist denn das für Prozentrechnung? Also 68 plus 12 sind 70, sind 80. Dann kommen noch 30 dazu, dann sind wir bei 110, das sind 132%. Hä? Ich weiß noch nicht, wie ich das lesen soll. Die Chance zu hacken ist 32%. Ne, ich hätte es jetzt eher umgekehrt gelesen. Die Chance nicht zu hacken ist 32%. Die Chance zu hacken ist 68%, wenn ich diese Hypopornografie nehme. Und wenn ich diesen Hinweis haben will, ist es allerdings nur 12%. Das sind Alternativen, das ist Wahrscheinlichkeit. Ja, ich finde es halt verwirrend, dass sie es halt so komisch angeordnet haben, dass halt links und rechts quasi nicht das höchste und das tiefste ist. Aber ich glaube, ich weiß, was ihr sagen wollt. Also, dass das halt wirklich nur die Wahrscheinlichkeit halt ist, was halt eintrifft. Ich weiß nicht, ob ich das machen will, weil ein gescheiterter Hackversuch verleiht allen Feinden einen Verteidigungs- und Mobilitätsschub. Ja, wie lange? Immer? Einmal? Das gesamte Spiel über? Die Runde? Drück mal das rechte? Ich habe Angst hier zu drücken. Also, ihr seht, da geht der Balken nach... Also, ich drück nicht, aber ihr seht, der Balken geht halt weiter nach da. Das werde ich nicht schaffen. Ja, komm, die 68 reduziert den feindlichen Willen um 50% bei fehlscher Feedback-Effekt. Feedback ist da oben blockiert. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mach einfach mal fertig. Prozentrechnung ist super in diesem Spiel. Also diese Prozente sind super. Prozentrechnung in diesem Spiel ist so für den Arsch. Also 68% Chance, dass es klappt, versus 36%, dass es nicht klappt. Und natürlich treffen wir wieder nicht. Natürlich, warum auch nicht? Warum auch nicht? Aber immerhin kostet das mich nur einen Bewegungspunkt. Naja, egal. So, der Sniper geht auf erstmal auf Truppsicht. Na, warte, beziehungsweise wir können erstmal die anderen ganz kurz noch vormoven. Nuclear Scan, du hast noch zwei Angriffe ready. Da sehe ich erstmal nichts. Never lucky. Ja, Crit Kill, das ist... Eine extrem gut ausgerüstete, mechanisierte Kampfeinheit. Wir müssen nach Schwachpunkten suchen, wenn wir das Ding besiegen wollen. Ach so. You're fucking kidding me. What the fuck is this? This is a große Moped, man. A große Moped, man. Ich bin ja so ein Glücksbärchi. Das Ding zerfetzt mich doch instant. Aber immerhin ist dieser Turm jetzt hier mittlerweile. Ne, der Turm ist immer noch am Rumwubbeln. Over.
Wir sind ja schon quasi da. Wie weit kann ich denn Granaten? Granaten natürlich nicht so weit, ne? Ne, ist klar. Du bleibst in Overwatch. Der Sniper trifft für 22%. Das ist ja super bumsdumm. Das heißt, du bleibst erstmal in Overwatch. Das machen wir auf jeden Fall schon mal klar. So, du hast noch ein Feld, was ich moven könnte. Und ein 48% Schuss auf ihn, aber keine Granate. Aber die wissen ja, dass ich da bin, von daher ist es egal. Dich könnte ich auch... Nein, du hattest gehackt. Das heißt, du bleibst erstmal hinten in Verteidigungsstellung. Scanne Gebiet. Einfach mal einen Lucky-Schuss. Machen kann ich ja eh nichts. Und Overwatch würde ich sowieso weniger treffen. Die Frage ist, ob sie ihn natürlich direkt treffen. Was ich schon fast vermute. Was ich schon fast vermute. Boah, die Pose ist so kacke, Mann. Auf dem PC gibt's kein Platin, Dexter. So. Ich habe noch eine Einheit, die ich bewegen kann. Die hat hier absolut eigentlich die wenigste Verteidigung, wenn man es jetzt mal so sieht. Granaten kann ich nicht bis dahin granaten. Ich hätte eher vielleicht mit dem Scharfschützen den Rauch benutzen sollen. Wäre vielleicht cleverer gewesen. Die Frage ist, wie gut die Moped-Männer zielen. Ja, du bist nämlich geflankt. Daran kann ich aber auch nichts ändern. Geben wir ein Hilfsprotokoll auf die Verteidigung. Um den Malus des Geflanktsein vielleicht ein bisschen zu negieren. Achso, du schießt durch die Wand. Triffst aber. Machst zwei Rüstung kaputt und zwei Schaden. Das ist schon mal super. Glaube ich. Komm, das war getroffen. Konzentriere dich. Was? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich woher soll ich wissen, dass sie das können? Das ist so OP! Sie sind einfach überall! Das ist völlig OP! Wenn du nicht weißt, dass sie das können, also klar, wenn du vorher eine Wiki liest und weißt... Alter Schwede! Was ist mit denen falsch? Jeder Mob kann hier Nuklearschläge machen. Es geht null. Und ich habe nur noch zwei Männer. Wo sind die restlichen drei? Die sind alle tot! Was geht denn bitte hier ab?
Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, liebe Freunde. Das ist ja unfucking fasslich, Mann. So, wir haben... Das ist der Scharfschütze. Der kann auch noch komplett zielen und schießen. Da bin ich ja mal... Schnitzel. Der trifft garantiert nicht. Der trifft garantiert diese Schnitzel nicht. Ach, der überlebt sogar noch. Alter, wie viel Leben haben die denn, ey? Die sind nicht tot, die schlafen nur. Also der eine ist gestorben, der andere könnte eventuell sein. Aber das hat... Ich hab's so schnell überhaupt nicht realisiert. Gremlin-Heilung. Wen könnte ich denn heilen? Nö, ich kann aber auch nur den einen heilen. Ah, geile Kacke, Mann. Das wird wahrscheinlich ein Wipe werden. Super. Ich weiß es nicht, ob die tot sind. Ich denke. Ich vermute. So, dich betäube ich komplett. Das löst mein Problem aber mit dem Moped-Mech nicht. Das wird mein Problem mit dem Moped-Mech lösen. Die Frage ist, ob er den Schaden gegen die Rüstung gegenrechnet. Das weiß ich nicht. Wobei, jetzt stand auch, dass wir Rüstung zerstört hätten. Trotzdem hat er oben noch zwei gelbe Bobbel. Ich dachte eigentlich, jetzt stand ja, wir haben zwei Rüstungen zerstört und zwei Schaden gemacht. Trotzdem sind da oben noch die gelben Bobbel. Ich hätte gedacht, das ist die Rüstung. Sah das vorher auch gelb aus? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, kriegen wir ihn weg? Du hast ja noch volles Leben, ne? Ja, du hast noch volles Leben. Der Advents-Moped-Mann gibt uns dementsprechend Tiernamen. Den Vorderen treffe ich zu 38, den treffe ich zu 55. Ich müsste aber heilen. Die Frage ist, mit wie viel trifft er? 63 den Hinteren, der ihn nicht killt. 29 den Vorderen. Habe ich noch eine Granate? Nein, der hat keine Granaten. Warum hat der eigentlich keine Granaten? Ach, weil er der Heiler ist. Ich frage mich, wie ich das machen soll. Wollte ich gerade sagen. Nicht so viel meine Fragen beantworten, die ich mir selber stelle, weil im Moment kann ich kaum auf den Chat gucken. Das wundert mich, dass da die Moderatoren gerade so lax sind, weil da so viel im Moment schon drinsteht. Wie hat das mit dem Rüstung zerschreddern, weiß ich. Ich frage mich nur, warum es nicht angezeigt wird. Es stand ja, ich hätte zwei Rüstungen von denen weggenommen und zwei Schaden gemacht. Weil dieser gelbe Böppel, würde ich meinen, ist noch die Rüstung. Und das müssten wir jetzt einfach mal testen. Ja, wir machen es einfach mal jetzt so. Ich vermute mal, das könnte jetzt echt ein Wipe werden, aber egal. Entweder kriegen wir das Spiel noch rumgerissen oder wir starten nochmal neu. Aber ich werde alles versuchen, was in meiner Macht steht. Wir nehmen als erstes den hinteren Advent-Mech auseinander und hauen den um. So. Das ist ja schon mal nicht falsch. So, wie weit kann ich Granaten? Ich kann eine Granate werfen. So, und Stricker, dein Host wurde nicht angezeigt, mal wieder. Trotzdem danke für den Host, Jan. Die Frage ist, ob ich ihn schütze oder versuche, einen Schuss zu riskieren, / zu heilen.
Die Chancen mit ihm sind 38%, ziemlich mies. Wir nehmen das Hilfsprotokoll. Wir haben noch, wir können heilen. Dann ist er hier ziemlich offen. Und quasi tot. Heilen? Nicht heilen? Das ist die gute Frage. Also ich kann entweder ihn schützen mit einer Granate, mit einer Rauchgranate. Ich kann hoffen, dass ich ihn mit Super Low wegsniper, was nicht klappen wird. Ich kann ihm Schutz geben. Ich kann aber nicht gleichzeitig heilen. So. Und, ich werde, glaube ich, ihn wegziehen. Verstanden. Dann kann ich ihn nächste Runde heilen. Ich gebe dem anderen Hilfsprotokoll. Was ja gerade super viel gebracht hat, weil der Typ einfach mal alle weggebombt hat. Das ist sehr gut. Das ist weniger gut. Aber der ist nur betäubt. Der kommt irgendwann wieder. In 87 Zügen. Achso, der ist aber schon wieder wach geworden. Vorsicht, feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. So, dann zurück. Mopedmann wegschnetzeln. Perfekt. Hab ihn erwischt. Mopedmann heilen. Hilf ihnen. Pause. Ja. Machen wir. 0 Uhr. Ja, gut. Zwei Mopedmänner anscheinend verloren. Geil. Aber 0 Uhr Pause. So, ich tappe einmal raus, wie üblich bei uns, um 0 Uhr die Pause und...